behold His name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Let's magnify the Lord so that He is seen more clearly. Psalm 34, verse 3. Let's exalt His name together by living pure and holy. Psalm 34, verse 3. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. And let us exalt His name together. So, dann fangen wir mal an mit unserer nächsten Bibelstudie. Heute die dritte auf Dienstagabend, dass wir uns hier eingefunden haben, weil die Sonne schon untergegangen ist. Sonst würde man sagen Montag, aber das ist eine Diskussion, glaube ich, vielleicht für ein anderes Mal. Ich meine, im Grunde haben wir das ja schon im ersten Teil besprochen, wann der Tag beginnt und wann nicht. Und wir leben halt in diesem Antichristensystem, das uns so viel verkehrte Dinge lehrt darüber, dass man da im Grunde sich auch immer wirklich in den Details verlieren könnte. Und unsere Absicht ist ja, im Großen und Ganzen doch mal zu probieren, die ganze Bibel durchzulesen und zu studieren vor allen Dingen. Ich hatte vorhin mal kurz in meine Schlachterbibel hinten reingeguckt. Die hat ja einen unglaublich langen Anhang, unglaublich viele Dinge damit bei Sach- und Worterklärungen. Und die Bibel gibt dann sogar einen Leseplan dazu. Ja, in 365 Tagen durch die Bibel muss man 5 Kapitel pro Tag lesen. Also das fällt mir, glaube ich, ganz schön schwer, 5 Kapitel per Tag lesen zu können. Ich meine, ich habe eine ganze Menge Zeit. Okay, das will ich gar nicht abstreiten. Aber 5 Kapitel, ich weiß nicht, ich brauche immer so lange, um ein Kapitel zu lesen, um es richtig gut zu verstehen und zu verarbeiten. Dann bräuchte ich wahrscheinlich für 5 Kapitel, bräuchte ich sicher 6-7 Stunden, um das durchzulesen. Ich habe so viel Zeit nicht. Habt ihr so viel Zeit? Michael? Viktor? Nee, also ich denke nicht in dieser Tiefe, ne? Nee, das ist ja eben das Problem, ne? Die Tiefe, ne? Man will ja nicht drüber fliegen, ne? Man will es ja studieren. Vor allen Dingen macht dieses Schnelllesen ja keinen Sinn. Da muss man ja auch in der Bibel da mal mit Querverweisen arbeiten und sich mal gewisse Sachen angucken und verschiedene Versionen vergleichen. Also das dauert. Ich denke mal, das dauert so ungefähr 960 Jahre, bis man die durch. Ja. Es gibt Leute, die lesen die zweimal durch und kennen sie auswendig auch, ne? Ich meine, solche Leute gibt es auch. Aber ja. Gut. Ja, wollen wir dann mal anfangen heute? Wir sind letztes Mal ja geendet im zweiten Kapitel. Und zwar Vers 7. Die Schöpfung des Menschen hatten wir gerade eben gelesen. Wir müssten jetzt eigentlich in Vers 8 weitergehen, aber wenn es für euch in Ordnung ist, dann gehe ich gerne nochmal ein wenig zurück und lese das ganze erste Kapitel nochmal. Wir müssen ja jetzt nicht mehr jeden Vers besprechen, das haben wir ja letztes Mal bereits gemacht, aber wie gesagt, da ich mich dafür hergebe, das zu lesen, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Bemerkungen habt, dann unterbrecht ihr mich halt, das ist ja der Absicht dieser Studie, ne? Dann fange ich nochmal an am zweiten Kapitel und da möchte ich auch nochmal eben etwas dazu sagen. Ich mache ja in Englisch diese Bibelstudie mit Michael schon und dann mit Brett damit bei, wo wir Apostelgeschichte auseinandergenommen haben, schon ziemlich deutlich in den letzten Wochen. Und auch da wird uns immer wieder deutlich, dass wir nie vergessen dürfen, dass diese Einteilung der Bibel, also der einzelnen Bücher der Bibel in verschiedene Kapitel und dort in verschiedene Verse, ist eine menschliche Hilfe, die dazu gemacht gewesen ist. Gott hat das so nicht gemacht. Gott hat ein Buch diktiert und das wurde aufgeschrieben und das nennt man dann ein Buch, eine Scroll, wie man das früher nannte, so eine Rolle, eine Schriftrolle. Und da war alles drin, da war keine Unterteilung in verschiedene Kapitel, da war keine Unterteilung in verschiedene Verse.
Von daher hat man natürlich auch einen gewissen Fluss, wenn man diese Bibel so liest. Und dieser Fluss wird natürlich dadurch unterbrochen, wenn man immer sagt von, ah ja, lesen wir bis zum Ende des Kapitels und dann lesen wir das nächste. Was eigentlich so gar nicht gibt. Aber es ist natürlich leicht als Hilfe, wenn man in die Bibel mit reingeht und sagt, ach guck, da und da sind wir gewesen. Man findet das viel leichter dann zurück. Dafür ist die Unterteilung ja nicht schlecht. Aber ansonsten, deswegen sage ich, ich gehe jetzt nochmal zurück an den Anfang dieses Kapitels, sonst könnte ich genauso gut an den Anfang vom ersten Kapitel nochmal zurückgehen und könnten wir da wieder anfangen. Aber dann verlieren wir wohl ein bisschen zu viel Zeit. Also, ich gehe einfach nochmal zurück jetzt auf den Anfang des zweiten Kapitels im ersten Buch Mose, Genesis, wie es heißt. Das ist überschrieben hier mit der siebte Tag am Anfang. So wurden der Himmel und die Erde vollendet, samt ihrem ganzen Heer. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden, zu der Zeit, als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte. Es war aber noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde, noch irgendein Kraut auf dem Feld, denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht regnen lassen auf der Erde, und es war kein Mensch da, um das Feld zu bebauen. Aber ein Dunst stieg beständig von der Erde auf und bewässerte die ganze Fläche des Erdbodens. Da bildete Gott der Herr den Menschen, Staub von der Erde, und blies den Odem des Lebens in seine Nase, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden, im Osten, und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Und Gott der Herr ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung, und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Es ging aber ein Strom aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Von dort aber teilte er sich und wurde zu vier Hauptströmen. Der erste heißt Pison. Das ist der, welcher das ganze Land Havila umfließt, wo das Gold ist. Und das Gold dieses Landes ist gut. Dort kommt auch das Bedolach-Harz vor und der Edelstein Onyx. Der zweite Strom heißt Gihon. Das ist der, welcher das ganze Land Kusch umfließt. Der dritte Strom heißt Tigris. Das ist der, welcher östlich von Assur fließt. Der vierte Strom ist der Euphrat. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und Gott der Herr bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen, aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Nun möchte ich gerne einen kurzen Kommentar geben zu Vers 19. Aus dem einfachen Grunde, weil ich persönlich in meinem Verständnis da eine ganz wichtige Stelle drin finde. Vers 19 heißt, und Gott der Herr bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde, und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Ich gehe davon aus, so ist mein Verständnis davon, sicher, wenn ich es auch in der König James so gelesen habe, weil da steht es im Grunde genauso übersetzt wie hier auch, aber es wird mir ziemlich deutlich daraus, dass Adam Gott jedes Tier hat schaffen sehen. Ja, es steht hier, er macht aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie vor den Menschen. Ist ja nun auch nicht logisch, wenn man drüber nachdenkt, dass er da, was weiß ich, eine halbe Meile oder sowas gehen muss, bis er zu Adam kommt, um ihm die zu machen. Sondern es ist ja viel logischer, dass er
das macht und bringt sie zu ihm und sagt, er zeigt sie ihm. Ja, das Wort zeigen wäre hier für mich am logischsten. So habe ich das bis jetzt immer verstanden. Und das macht Adam oder bringt Adam in die wunderbare Position, dass er der einzige Mensch auf Erden ist, der unseren Herrgott jemals etwas hat schaffen sehen. So ist mein Verständnis davon. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ich habe ja E-Sort hier. Ich mache mal eben E-Sort auf und dann schauen wir mal, ob ich mit dem Verständnis richtig liege oder verkehrt. Ich weiß es nicht, aber das war bis jetzt immer mein Verständnis dieser Sache gewesen. Wie seht ihr das denn? Ja, Jörg, da hatten wir uns doch auch schon mal drüber kurz mal irgendwie ausgetauscht, oder? Weil ich habe da nämlich ein anderes Verständnis. Und zwar rührt das auch daher, und ich glaube, damit sind wir auf jeden Fall konform, dass jetzt das Kapitel 2 aus Genesis eine detaillierte Beschreibung der Schöpfungswoche aus Kapitel 1 ist. Und zwar an dem Punkt jetzt genau sind wir jetzt in Tag 6, ne? Bitte? In? Tag 6. Ja. Ja. Genau. Und so hatte ich das immer verstanden, dass das jetzt nochmal, und wenn du jetzt auch die Verse vergleichst im Englischen, oder mit dem Englischen in der King James, dort siehst du zum Beispiel auch ein Semikolon. Da ist der erste Satz, Teilsatz getrennt vom zweiten. Und ich habe das immer genau so auch verstanden, dass dieser erste Absatz, also der erste Teil von dem Satz, nur nochmal eine Wiederholung ist aus der Schöpfungsgeschichte. Richtig. Und ich das nämlich genau so gelesen habe, wie es da steht, dass die Tiere aus dem Feld geschaffen wurde. Letztendlich haben die Tiere gesehen, wie der Herrgott den Menschen geschaffen hat. Und dann hat, nachdem der Mensch geschaffen wurde, hat Gott ihn in den Garten von Eden gesetzt, wie auch immer er das gemacht hat, das spielt ja auch keine Rolle. Und danach sind dann die Tiere in diesen Garten von Eden auch gekommen, beziehungsweise Gott hat das ordiniert. Ja, also da ist nichts mit freien Willen, da haben die Tiere dann dazu gehorchen, wenn Gott das befiehlt. Und so sah dann Adam die Tiere in den Garten von Eden kommen, um sie auch, ja, ich sag mal, lebendig zu erleben. Weil wenn mir jetzt Gott vor der Nase ein Tier vor meiner Nase schafft, dann habe ich, glaube ich, vielleicht gar nicht so einen guten Eindruck im ersten Augenblick. Ja, springt das jetzt, hüpft das jetzt oder kriecht das oder was macht das überhaupt? Wie gibt das Laute von sich oder, ne, weißt du, was ich meine? Kann das fliegen oder, ne? So dergleichen. Das war immer meine Auffassung davon. Und das ist für mich auch gerade eine ganz entscheidende Frage, die du gerade gestellt hattest. Du sagtest ja gerade, Adam war der einzigste Mensch jemals, der jemand Gott ein Lebewesen schaffen gesehen hat. Und das ist, glaube ich, eine ganz interessante Frage. War das eben, hat der Mensch überhaupt jemals ein Tier oder ein Lebewesen von Gott schaffen gesehen? Das war immer so meine Frage auch, die ich mir gestellt habe. Ja, die Betrachtungsweise, die du hier anstellst, Viktor, ist natürlich nicht gerade uninteressant. Ich meine, der Punkt ist, du sagst im Grunde, der erste Teil dieses Satzes oder dieses Verses 19, und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels, das geht zurück auf die Schöpfungsgeschichte, also Tag 6, oder wo ist das hier, der fünfte Tag, wo er die Vögel produziert, wo er die Vögel macht, ja. Gehen wir nochmal eben zurück in Genesis Kapitel 1. In Vers 20 heißt es, und Gott sprach, das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebender Wesen und es sollen Vögel dahin fliegen über die Erde an der Himmelsausdehnung. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art, dazu allerlei Vögel mit Flügeln, nach ihrer Art, Gott sah, dass es gut war. Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch, füllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Es wurde Abend, es wurde der fünfte Morgen, es wurde der fünfte Tag. Also mit anderen Worten, was wir jetzt gerade eben, was ich gerade gelesen habe, ist die Schöpfung der Meerestiere und der Vögel, aber nicht der Landtiere. Dann kommt der sechste Tag und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art. Und vor allen Dingen, er hat sie hier in Existenz gesprochen. Ja, genau wie er die Erde und den Himmel in Existenz gesprochen hat, wo er am ersten Vers sagt, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und er sagt, Gott sprach, es werde Licht, also so wie Gott das Licht gemacht hat, genau so macht er, das, nach meinem Verständnis, die ganzen Tiere. Er spricht sie in Existenz.
Er sagt, die Erde bringe lebende Wesen hervor. Okay, sie sind alle aus der Erde gemacht. Deswegen haben wir auch biologisch gesehen alle mehr oder weniger denselben Stoff. Wir sind ja alle aus derselben Materie gemacht. Deswegen haben ja auch, sage ich jetzt mal, Menschen so viel DNA-Gleichheit mit anderen Lebewesen, weil wir eben alle irgendwo von demselben Stoff kommen. Das hat jetzt mit der DNA nichts zu tun. Das ist jetzt wieder eine verteufelte Lehre, die da reingebracht wird, dass wir deswegen von der Evolutionstheorie alles abstammen. Aber es ist ja normal, dass wir alle von derselben Materie gemacht sind. Wir wurden ja auch in der Schöpfungsgeschichte in derselben Woche gemacht, die Menschen wie die Tiere. Aber er sagt hier ganz deutlich, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh, Gewürm und Tiere nach der Art, und es geschah so. Das heißt, es geschah in dem Moment so. Und wenn wir jetzt dann auf Vers 19 in Kapitel 2 gehen, dann steht ganz deutlich, der Herr bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu den Menschen nach dem Motto, und das war eben mein Verständnis bisher immer davon, er hat in dem Augenblick aus der Erde selbst jedes Tier nochmal geformt, nach dem Motto, da liefen sowieso schon andere rum, überall, die Welt ist ja groß. Es geht ja jetzt hier um den Garten Eden, den er hier jetzt gerade gemacht hat, wo er den Menschen ja reingesetzt hat. Ja, das hatten wir ja gerade eben gelesen, wenn ich mich nicht irre. Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten, setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. All die anderen Tiere können ja auf dem Rest der Welt rumlaufen. Die Welt ist ja groß. Gott hat ja die ganze Erde geschaffen. Jetzt geht es aber nur um diesen Garten. Er geht in den Garten und dann steht halt in Vers 19, der Herr bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes, alle Vögel des Himmels und brachte sie zu den Menschen. Und da finde ich halt das Logische. Er hat eben nochmal jetzt extra da jeweils ein oder zwei Exemplare gemacht und vor den Adam gesetzt, und der hat ihm dann A, einen Namen gegeben, und B, Gott gesagt von, okay, da will ich einen Partner von haben, ja oder nein, oder eine Gehilfin von haben, ja oder nein. Schlussendlich liefen wir darauf hinaus, dass sie keine Gehilfin für ihn gefunden haben und dass deswegen ja auf eine andere Art und Weise die Frau entstanden ist. Und du sagst, Vers 19 ist für mich eine Wiederholung von dem, was in Genesis 1 steht. Nur in Genesis 1 bitte ich dich eben zu bedenken, zu dem richtigen Verständnis für uns alle, deswegen sitzen wir ja hier. Am fünften Tag schafft Gott die Meerestiere und die Vögel, und am sechsten Tag schafft er die Landtiere. Wie verstehst du das denn? Wie geht das denn dann mit deinem Verständnis überein? Was meinst du jetzt konkret? Also das ist aus der Schöpfungswoche, dass das halt eine chronologische Abfolge ist der Schöpfung. Also dass erst die Landtiere oder erst die Wassertiere und die großen Vögel oder was geschaffen wurde und am Tag darauf die Tiere auf dem Feld, das Gewürm, also auch Insekten, ne, das gab es vorher wahrscheinlich dann nicht, am fünften Tag und dann daraufhin dann den Menschen. Wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, Viktor, dann sagst du, oder dann ist dein Verständnis, sagen wir es mal so, dann ist dein Verständnis so, dass in Vers 19 von Kapitel 2, dass das eine Wiederholung ist von dem, was Gott in Kapitel 1 bereits machte. Nach dem Motto, du sagst, Gott der Herr bildete aus dem Erdboden alle Tiere und das hat er ja bereits in der Schöpfungswoche gemacht. Und dann hat er halt nur noch dafür gesorgt, dass die Tiere zu Adam geleitet werden. So hast du es doch gesagt, oder nicht? Ja, genau, richtig. So, weil wir genau. Auch damals ja auch, ich weiß jetzt nicht, ob das in der ersten Lesung war oder jetzt in der letzten, dass wir zum Beispiel auch gelesen hatten, dass in der am sechsten Tag ja auch wir in dem Vers, ich glaube 27, der Mensch geschaffen wurde. Genau, und da stand ja auch schon Mann und Frau. Ja, ja. Das ja, ist richtig. Siehst du, und ich denke jetzt, das ist jetzt halt eben noch. Wir sind jetzt quasi noch eben bevor die Frau geschaffen wurde, in der Schöpfungswoche, dem Moment davor. Und das bedeutet halt, dass eben die Tiere, die schon alle jetzt auch schon geschaffen wurden, jetzt von Gott ordiniert in den Garten von Eden befehligt werden, um sich halt einmal Adam vorzustellen. Und Adam tut das ja auch. Der sagt dann ja auch, ich werde jetzt die Tiere benennen und dann gibt er denen ja auch Namen. Gut, ich will jetzt das jetzt nicht vorgreifen, aber ne, du weißt dann ja, Es steht ja im nächsten Vers. Das steht schon im nächsten. Der Punkt ist ganz einfach, wenn wir in der Schöpfungswoche, wenn wir die Chronologie nochmal folgen, der Schöpfungswoche, dann ist da ganz deutlich drin, dass am fünften Tag die
Meerestiere und die Vögel geschaffen werden und am sechsten Tag die Landtiere geschaffen werden. Und in Vers 19 steht, Gott der Herr bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels. Wobei er sie ja hier... Ja, eben, bildete, ne? Also es ist abgeschlossen. Eben. Also so eben, das ist mein Verständnis. Und wenn du das jetzt auch in der King James liest, dann ist dort halt auch noch ein Semikolon in dem Vers. Und das ist ja manchmal auch so eine Andeutung, dass hier letztendlich was zusammengehört, was zusammenhängt, aber es vielleicht in eine gewisse Trennung, weißt du, besteht. Naja, ich weiß, was ein Semikolon sagen will. Ja, das steht im Deutschen halt nicht dabei, ne? Das Semikolon. Denn im Deutschen ist alles nur mit Komma miteinander getrennt. Genau, im Deutschen ist alles nur mit Komma. Ich würde dir, wenn man das jetzt vorher im Deutschen so gelesen hat, würde ich dir absolut recht geben. Bei mir war das halt damals halt so, ich habe meine ersten Schritte mit der Bibel halt ausschließlich mit der King James gemacht, einfach um mir das, sage ich mal, bessere Verständnis daraus. Habe ich auch, Victor. Das ist das erste Mal, dass ich Genesis und so jetzt in Deutsch lese. Ach so, okay. Ja, deswegen hatte ich mich das nämlich damals nur so gewundert, weil wir hatten diesen Punkt ja schon mal miteinander kurz diskutiert, ja. Ja, na, aber wie gesagt, ich bleibe immer noch über den Punkt stolpern. In der Schöpfungswoche am fünften Tag sagt Gott der Herr, er spricht die Tiere in Existenz und in Vers 19 bildet er sie aus dem Erdboden. Er bildete sie aus dem Erdboden. Ja? Wobei er sie in Vers 20 in Vers 20 und 21 in Existenz spricht. Ja? Vers 20, und Gott sprach, das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebender Wesen und es sollen Vögel dahin fliegen über die Erde und die Himmelsausdehnung. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art. Dazu alle Vögel mit Flügeln nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. So. Also, da ist für mich irgendwo eine Diskrepanz. Plus, er bringt ja auch nun vor Adam nicht die ganzen Meerestiere, ne? Die ganzen Fische und Wale und Delfine und was weiß ich nicht. Und sagt, hier, willst du die haben? Nein, er sagt ja auch nur, da steht ja hier, er bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels. Richtig. Sprich, damit meint er ja, ich habe jetzt in dem Moment, ich habe ja in der fünften und in der sechsten, im fünften und am sechsten Tag habe ich ja Tiere geschaffen und die in der Lage sind, da in den Garten Eden da einmal vor die Nase von Adam zu begeben. Die tun das auch. Dass natürlich da jetzt nicht irgendwelche Wale und Delfine und sonst was da in dem Garten von Eden plötzlich da vor Adam irgendwie auftauchen können, ja, ist ja irgendwie offensichtlich, weil es sind Meerestiere, die leben im Meer. Und die ich komme jetzt mal an Land und gib mir mal einen Namen und dann verschwinde ich wieder im Meer. Also das ist sicherlich nicht so offensichtlich, als dass Gott dann befehligt, alles das, was in der Lage ist, sich vor Adam zu präsentieren, das präsentiert sich dann auch vor Adam. Ja, also, wie gesagt, mein Verständnis ist halt so, Vers 19 ist nochmal eine Wiederholung. Es spielt nochmal genau jetzt an diese Stelle an. Das Anfang jetzt des sechsten Tages, des Vers 24 aus Kapitel 1. Richtig, genau. In Vers 24, Kapitel 1, sagt er eben, und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art. Er formt sie nicht er bildet sie nicht aus dem Erdboden. Verstehst du? Das ist der Unterschied. In Vers 24 am sechsten Tag, wenn die Landtiere in Existenz kommen, werden sie in Existenz geschaffen. Er bildet sie ja dadurch, dass er spricht, oder nicht? Er ist ja irgendwie der Schöpfer, also er bildet sie ja auch. Na, er spricht sie in Existenz, er bildet sie nicht dadurch, dass er spricht. Ich glaube, das ist meines Erachtens nicht ganz klar. Ja, also da ist ein Unterschied. Also den Unterschied, den kann ich jetzt nicht sehen. Also wenn Gott spricht und sich dadurch ein Tier bildet, dann bildet doch Gott letztendlich ein Tier oder erschöpft es. Nein, das Wort bildet das Tier. Ja, aber Gott sprach es ja aus, das Wort. Ja, aber das Wort hat die Macht, das zu machen, nicht... Also ich sage jetzt nicht, dass Gott nicht die Macht hat, aber ich will damit im Grunde sagen, wenn Gott etwas in Existenz spricht, ist es ja etwas anderes, als ob er etwas in Existenz formt. Also ich will mal ein anderes Beispiel geben, vielleicht wird es dann deutlich. Wenn der Herr später auf den Berg Sinai kommt
und Mose die Gesetzestafeln gibt, dann schreibt er mit seinem Finger die Gesetzestafeln, die Gesetze auf die Tafeln. Der Finger Gottes schreibt das selbst. In dem Augenblick macht er das selbst. Er spricht die Tafeln nicht in Existenz. Er steht da nicht und Gott sprach, das Gesetz war da und das stand dann da auf Tafeln. Nein, es steht deutlich drin, dass Gott mit seinem Finger diese Gesetze schreibt. Das ist der Unterschied. Mein Verständnis ist, wenn ich Vers 19 lese, Gott bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes, dann nach dem Motto kniet er sich hin, um es jetzt mal bildlich hinzustellen, kniet er sich hin und nimmt die Erde und formt jedes Tier und bringt das zu Adam. So ist mein Verständnis hiervon. Er hat natürlich viel mehr Tiere geschaffen an dem sechsten Tag, in Vers 24. Weil er hat die ganze Erde voll gemacht. Er hat ja nicht von jedem nur zwei gemacht, gehe ich jetzt mal von aus. Und hat zu denen dann gesagt, seid fruchtbar und mehret euch. Ne? Also, das ist zumindest mein Verständnis. Ich weiß ja nicht, ob mein Verständnis da korrekt ist, aber vielleicht wäre es mal interessant, Michael seine Meinung dazu zu hören. Hallo. Ja. Ich habe ganz viele Meinungen, aber die erste Meinung, die ich hätte, ist, dass Gott einfach die reine, pure Energie ist. Ja? Das heißt, dass eigentlich der Gedanke, die Tatkraft, die Energie, die dahinter steckt und die ja, wie soll man sagen, halt die Urenergie des Schöpferischen. Und er benutzt das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, Jesus Christus, um die Dinge zu schöpfen in der Existenz. Das heißt, in dem Moment wäre jetzt sozusagen der Finger Gottes Jesus Christus. Und damit habe ich dann einfach diesen Strang sozusagen von auf der einen Seite reiner geistigen Energie, die dann in Form einer Manifestation, in Form von Jesus Christus, die Dinge schöpft. So würde ich das verstehen, weil mir fehlt einfach diese Allegorie hier zwischen Jesus Christus und dem Wort. Und wenn Gott sprach, das Wasser soll wimmeln, ja, und in Johannes 1. Kapitel erleben wir, dass also Gott sagt oder Johannes bezeugt, am Anfang war das Wort und das Wort war Gott und das Wort war bei Gott, dann ist Jesus Christus bei der Schöpfung dabei. Aber den habt ihr beide jetzt irgendwie noch nicht da so erwähnt. Also ja. der fehlt mir jetzt hier als Missing Link so ein bisschen. Naja, Jesus Christus ist natürlich damit bei, weil Johannes sagt ja in einem weiteren Vers, nichts ist gemacht, was nicht durch ihn gemacht ist. Ne? Ja, auch, genau. Also er sagt ja ganz deutlich, derjenige, der alles geschaffen hat, ist Jesus Christus. Und wir wissen aus der Bibel, dass alles für Christus durch Christus erschaffen wurde. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen schwierig zu verstehen. Wie kann etwas für ihn geschaffen werden, wenn es alles nur durch ihn geschaffen ist? Also er schafft es nach dem Motto selber und dann für sich. Der Vater hat es ihn machen lassen, für seine Herrlichkeit im Grunde zu widerspiegeln. Da gehe ich mal von aus, so sollte man das wohl verstehen. Und ja, vor allen Dingen, wo ja noch gesagt wird, dass der Mensch aus dem Abbild entsteht. Ja? Und dieses Abbild als physisches Wesen, also der Mensch ist ja ein physisches Wesen, der ja auch gleichzeitig Geist ist, der ja auch zumindest einen Geist hat oder eine Seele hat, ja. Aber der hat ja, der ist ja als Abbild benannt, betitelt im ersten Kapitel Genesis. Und daher würde ich sagen, dass Jesus Christus einfach der Ursprung allen Lebens ist. Denn er ist die Manifestation des Das ist er ich ja auch. Bin, er ist das bin, Wasser des ja? Lebens, er ist das Wort des Lebens, genau. Er ist das Licht des Lebens, er ist das Leben. Da führt ja kein Weg dran vorbei, ich glaube. Ja, das ist einer von uns hier bezweifelt jetzt. Ja, ja genau. Der Vater, wenn ich das mal eben so sagen darf, der Vater ist eigentlich derjenige, den wir überhaupt nicht kennen, der in der Bibel im Grunde auch nie richtig vorgestellt wird. Jesus steht immer vor dem Vater. Mhm. Ja? Weil wir, selbst im ersten Vers Genesis, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und wir lernen dann halt später in Johannes, dass Jesus alles geschaffen hat. Also ist es Gott, der das geschaffen hat. Also ist der Gott, der da gemeint ist, Jesus Christus. Dass Jesus Christus Gott ist und auf der Erde dann auch gleichzeitig Mensch war, das haben wir inzwischen alle verstanden. Das ist ja nicht das Problem. Nein, aber der Unterschied... Der Vater ist eine im Hintergrund agierende Figur, sage ich jetzt mal eben, die in der Bibel gar nicht weiter erläutert wird, gar nicht weiter erklärt wird. Wir kennen den Vater eigentlich nur durch Jesus Christus. Der Vater selbst offenbart sich in der Bibel gar nicht. Ist euch das mal aufgefallen?
Meiner Meinung nach kann er das aus gutem Grund auch nicht. Denn wenn er das könnte, bräuchte er Jesus Christus ja nicht. Also ist Jesus Christus der Vermittler. Aber warum ist er der Vermittler? Das ich freue mich, wie das Wort könnte zu gebrauchen, weil ich glaube schon, dass es nichts gibt, was Gott nicht kann oder was der Vater nicht kann. Okay, nur. Okay. Also sagen wir mal, also ich versuche es mal anders auszudrücken, okay? Ja. Die reine, pure Energie ist für die, ja, es ist egal, wie ich jetzt sage, jeder wird es falsch verstehen, ist für die niederen Lebewesen wie Tiere und Menschen, die eben nicht aus reiner Energie bestehen, meiner Meinung nach mit deren Sinnen nicht fassbar, nicht wahrnehmbar, nicht übertragbar, nicht übersetzbar, nicht visuell, nicht wie auch immer, gar nicht bemerkbar, ja, oder halt auch zu viel. Und deswegen brauche ich Jesus Christus, der sich manifestiert, damit dann letzten Endes da eine Umwandlung von geistiger Energie in Materie stattfinden kann. Damit der Mensch dann plötzlich sieht, aha, guck mal hier, da ist ein Finger, der auf einer Tafel schreibt. Ja, weil ich verstehe den Elohim, also den höchsten Schöpfergott, den Vater, wenn wir so wollen, als unendliche Energie. Und die ist einfach für unsere Sinne so nicht fassbar, nicht greifbar, genau, und deswegen auch nicht wahrnehmbar. Und daher muss ich deswegen ist mein Verständnis, da ist die Manifestation Jesus Christus als reiner Gott, der aber eben dann verschieden in andere Energiezustände sozusagen transformieren kann. Der kann also dann sozusagen eine Steintafel schreiben, der kann einen Dornbusch zum Brennen bringen und. Ja, so sehe ich das und deswegen erklärt sich das für mich zumindest in meinem Verständnis dann so, dass der Schöpfergott als Person oder als Erscheinung im Hintergrund bleibt, weil dieses auf einer ganz anderen feinstofflichen Ebene passiert, die für den Menschen nicht aushaltbar oder überhaupt nicht wahrnehmbar wäre. Und deswegen muss gebraucht oder verwendet dann, ist dann Jesus Christus derjenige, der eben im Auftrage des Vaters diesen Befehl ausführt und im Auftrag des Vaters diese Energie umwandelt in die Ebene, sage ich jetzt mal, ja, dass daraus dann ein Leben entsteht, dass daraus dann ein lebendes Wesen entsteht. Ja, und dieses lebende Wesen, so wie Adam, also der jetzt hier einfach profan als der Mensch bezeugt wird oder betitelt wird, dann Jesus Christus bei der Erschaffung zuschauen kann, was er nicht könnte, wenn Elohim das gemacht hätte. Weil das vermutlich eine Ebene ist, an die können wir gar nicht denken. Wenn wir jetzt schon an Dinge wie Auferstehung und so weiter jetzt mal denken, dann sind wir schon in ganz anderen Sphären oder in ganz anderen Ebenen, die können wir mit unserer Logik überhaupt nicht erklären. Also passieren die auf einer ganz anderen feinstofflichen Ebene. Und so sehe ich das, dass das quasi wie homöopathische Potenzen sind, sage ich jetzt mal, dass wir mit unseren Sinnen ansonsten gar nicht ihm beim Schöpfen hätten zuschauen können. Und deswegen Jesus Christus als Sohn Gottes, der dann halt auf die, ja, im wahrsten Sinne des Wortes dann damals schon im Garten Eden auf die Erde hinabgestiegen ist, ja, und dann vor den Augen Adams die Tiere geschaffen hat, weil nichts anderes ist es ja. Ja, also dass Jesus Christus hier im Garten Eden oder Gott im Garten Eden rumgewandelt ist, das sehen wir ja nachher noch, ne? Das sehen wir ja nach dem Sündenfall im dritten Kapitel, ne? Da geht er ja auch im Garten rum und ruft den Menschen. Also natürlich hat er sich dahin gemacht. Deswegen finde ich das ja auch so faszinierend. Und ich finde, Victor, seine Erklärung hat etwas für sich. Ich finde, deine Erklärung hat etwas für sich. Ich finde, meine Erklärung hat etwas für sich. Die Frage ist nur, können wir irgendwie auf einen gemeinschaftlichen Punkt kommen, dass wir sagen, von so und so ist es nun. Ich meine, Darf ich mal probieren? Wir hier, ja, das kannst du gerne machen, weil wir hier können ja schwerlich mit unseren kleinen, endlichen Gehirnen schwerlich probieren, die
wie nennt man das, allumfassende Macht und Kraft unseres und des Gottes zu verstehen. Das ist ja, das geht einfach über unser Verständnis hinaus. Ja, aber bitte, mach mal. Natürlich, das ist ja genau der Punkt. Wir können mit unseren Sinnen, können wir eben kein mehrdimensionales Wesen verstehen, was jenseits von Raum und Zeit existiert. Ja, die im letzten Endes Raum und Zeit unterstehen. Das können wir nicht begreifen, weil wir diese Sachen als absolut ansehen. Und weil wir diese Sachen als gesetzmäßig ansehen. Und wir wissen nichts. Wir wissen eigentlich gar nichts. Wir bilden uns nur etwas ein zu wissen. Und wenn man sich das Gefälle anschaut zwischen einem reinen Geistwesen und zwischen einem Mensch, der einerseits aus Seele besteht und andererseits aus Fleisch, was dann irgendwann nach 16 Stunden so ermattet ist, dass es dann wieder 7 bis 8 Stunden schlafen muss. Ja, dann besteht da ein Riesenunterschied an möglichen geistigen Kapazitäten und das spielt sich meiner Meinung nach auf ganz anderen Ebenen ab. Ich nehme einfach mal aus dem ersten Kapitel Genesis, nehme ich mir den 6. Tag heraus, okay? Mhm. War aus der Schlachterbibel. Und jetzt würde ich nur die Substantive umsetzen. Ich fange an mit Vers 24. Und Elohim sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh, Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Und durch Jesus Christus geschah es so. Und Jesus Christus machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Elohim und Jesus Christus sahen, dass es gut war. Oder meinetwegen, und Elohim sah, dass es gut war. Weil Elohim ja Mehrzahl ist, ja. Ja, genau. Ich mag ja keine Kompromisse, aber so würde ich den Satz jetzt verstehen. Ja gut, okay, aber mir geht es ja auch gar nicht so sehr um das Verständnis von Vers 24 aus Kapitel 1. Mir geht es ja mehr darum, dass Viktor halt das Verständnis sagt zu haben, dass der erste Teil des Verses 19 aus Kapitel 2 eine Widerspiegelung ist des Verses 24 aus Kapitel 1. Habe ich das richtig verstanden, Viktor? Ja, das hast du so richtig verstanden, genau. Ich denke, du hast den Punkt auch verstanden, auf den ich hinaus wollte. Ja, ich habe den Punkt auch verstanden, auf den du hinaus wolltest. Und mein Punkt war eben, oder mein Verständnis war, und da haben wir halt ein nicht gemeinsames Verständnis, was uns aber deswegen nicht trennt als christliche Brüder, um das mal eben deutlich zu sagen. Jeder hat halt sein eigenes beschränktes Verständnis, sage ich mal, weil beschränkt sind wir alle und das ist jetzt gar nicht mal im negativen Sinne gemeint. Ich ging davon aus, dass die Schöpfung einerseits, wie sie in Vers 24 in Kapitel 1 abgelaufen ist, dann hat Gott den Menschen gesetzt in den Garten von Eden, in ein spezielles Gebiet hier auf der Erde, dass da nebenbei die Tiere in dem Rest der Erde noch rumliefen, ist eine andere Sache. Und hat gesagt, so, und jetzt mache ich jedes Tier nochmal und gebe es zu den Menschen und der Mensch muss jedem Tier einen Namen geben und wir werden sehen, ob wir ihm eine Hilfe daraus machen können. Deswegen muss ich jedes Tier nochmal machen. Also während er in Vers 24 all die Tiere in Existenz gesprochen hat und die Erde mehr oder weniger von Tieren bereits dann wimmelte, hat er hier in Vers 19, in Kapitel 2, im Garten Eden spezial nochmal von jedem Tier eine Sorte gemacht, die vor Adam hingesetzt, dass Adam all die Tiere sehen konnte, weil wie konnte er sonst all die ganzen Tiere sehen? In Garten Eden war ja noch nichts, weil der Garten Eden wurde ja nachher geschaffen. Ne? Es steht ja hier, Gott der Herr ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen, gut zu nahren und so weiter. Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden. Ja? Also er hat diesen Garten Eden ja extra geschaffen. Das ist ja eine extra Schöpfung. Also ich will jetzt nicht von der Schöpfung sprechen, aber das ist doch etwas, was er apart gesetzt hat vom Rest der Erde. Er hat all die Tiere vorher in der Erde geschaffen und dann hat er den Garten Eden gemacht. Ja? Pflanzte einen Garten in Eden, also im Paradies, im Osten, und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. So, und jetzt sagte ihm, so, hier sind alle Bäume, da kannst du von essen, aber von dem Baum darfst du nicht essen, weil dann wirst du sterben. Und jetzt gebe ich dir alle Tiere, jetzt suche ich dir eine Gehilfin und jetzt mache ich dir nochmal alle Tiere. So, dann hat er sich in den Garten hingesetzt, und das ist halt mein kindliches Verständnis.
setzt Gott sich auf den Fußboden neben Adam und sagt so von hier, mache ich dir einen Elefant, mache ich dir eine Giraffe, mache ich dir ein Nilpferd, mache ich dir einen Hund, mache ich dir eine Katze, mache ich dir einen Vogel und du sagst, du nennst das und wenn du sagst, das und das finde ich schön, da möchte ich gerne eine Partnerin von haben, dann ist das gut, aber schlussendlich haben sie keine Partnerin gefunden. So war mein Verständnis davon. Das hat nichts zu tun mit all den anderen Tieren, die bereits auf der Erde rumlaufen. Vielleicht bin ich ein unendlicher Romantiker, dass ich das deswegen so gerne sehe oder so. Ich weiß es nicht, aber so war halt mein Verständnis davon. Aber ich glaube nicht, dass wir da irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen, alle drei, wa? Ja, also wenn jetzt meine Erklärung des Vers 24 FF im ersten Kapitel nicht ausreicht, ich habe da auch noch eine leicht differente Meinung zu, denn im ersten Kapitel steht drin, Gott sprach, das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebender Wesen, denn es sollen Vögel dahinfliegen über die Erde an Himmelsausdehnung. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt nach ihrer Art. Dazu allerlei Vögel mit Flügeln und ihrer Art. Und von den Wassertieren sehe ich im zweiten Kapitel erstmal nichts. Da sehe ich nur in Vers 19, Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels. So, das heißt, er hat zumindest nach dem Verständnis, was ich jetzt lese, eben die Wassertiere, die Tiere des Wassers oder die Tiere des Meeres eben nicht nochmal geschaffen. Das steht zumindest, kann ich das hieraus nicht lesen. Stimmt, absolut richtig. Dem stimme ich zu. Dem stimmt Victor auch zu. Sagt ja. Er ja, da können ja nicht Wale und Delfine auf einmal ans Land kriechen und sagen, von hier bin ich, gib mir einen Namen und wieder ins Wasser gehen. Nee, das ist für mich auch aus einem anderen Grund interessant, denn da habe ich mir zwischenzeitlich auch mal Gedanken zugemacht, denn die Tiere des Meeres leben im Salzwasser. Und Salzwasser ist für den Menschen recht gefährlich, weil dieses Salzwasser die eigene Körperflüssigkeit quasi aufbraucht. Der Mensch muss, habe ich mal eben recherchiert, 50% mehr normales Süßwasser zu sich nehmen, um eingenommenes Salzwasser rum wieder zu assimilieren. Ja, das ist für den Mensch ziemlich gefährlich, weil er durch dieses Salz einen Flüssigkeitsverlust hat. Also gehört für mein Verständnis der Mensch nicht ins Meer. Und damit gehört letzten Endes auch ein Meerestier nicht unbedingt auf den Speiseplan. Das wäre jetzt aber wiederum nur meine persönliche Meinung dazu. Die Fische, ja, die Schuppen haben, die dürfen wir essen. All die anderen Dinge nicht. Okay? Ja. Und deswegen, also da sehe ich auch wieder einen Unterschied zwischen Salzwasser und Süßwasser zum Beispiel. Aber der Punkt, den ihr jetzt da ansprecht, es wird sich durch die Bibel nicht alles aufklären lassen. Denn ich denke, da ist es auch dann der Punkt hinterm Komma oder das hüpfende Komma, worüber wir uns dann hier Gedanken machen. Aber ich würde das so sehen, dass er die Tiere des Feldes, also die Tiere, mit denen der Mensch in Berührung kommt, zu dem Zwecke, in der natürlichen Umgebung findet, wo der Mensch sich bewegt. Der Mensch bewegt sich ja nicht im Meerwasser. Die Schiffe waren damals noch nicht erfunden. So, und die Vögel des Himmels sind jetzt hier doppelt benannt. Und warum die jetzt zu den Menschen gebracht worden sind, kann ich jetzt im Augenblick auch nicht nachvollziehen. Aber es ist letzten Endes so, der Mensch hat die erste Aufgabe, die er von Gott bekommen hat, also von Jesus Christus bekommen hat, ist die Tiere zu benennen. Und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob nicht die Tiere des Feldes, die ja eine Seele haben, nicht auch Zeugnis der Schöpfung gehabt haben. Ja, wenn also da beispielsweise ein Männchen kreiert worden ist von einem Känguru, ja, das war ja dann schon da und hätte dann theoretisch ja auch schon mitbekommen mit seinen eigenen Glubschaugen, wie der Herr dann ein weibliches Känguru geschaffen hat. Oder er hat die beiden gleichzeitig geschaffen. Aber es, wie gesagt, also das wäre auch noch so eine Hypothese. Aber ich finde jetzt da erstmal so keinen Gegensatz, denn ich sehe das genauso, dass hier der sechste Tag nochmal aufgefächert wird. Aber ich denke, dass wir da aufgrund der Informationen, die wir jetzt hier haben, noch ganz andere Dinge wissen müssten, um das jetzt herauszufinden. Aber ich, für mein Verständnis macht das für das Bibelverständnis jetzt nicht den großen Unterschied. Na gut, da will ich gar nicht mal gegen anstinken. Für mich war es nur deswegen von Wichtigkeit, das eventuell probieren zu ergründen, weil ich immer einen Punkt davon gemacht habe. Jetzt gehen wir mal hypothetisch davon aus, dass meine
mein Verständnis die richtige ist, aber nur, weil ich weiter erklären möchte, warum ich das so finde, nicht weil ich finde, dass meine die richtige ist. Ich habe immer den Punkt vertreten, die Schlange hat die Frau angesprochen als das, zwischen Anführungszeichen, schwache Geschlecht, weil die Frau nach dem Mann geschaffen wurde, weil eben Adam, Gott hat alle Tiere schaffen sehen. Die Schlange hätte Adam nicht dazu bewegen können, von der Frucht des verbotenen Baumes zu essen, da Adam die Macht Gottes, die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, die Frau nicht. Das war immer mein Punkt. Das hat mich überhaupt erst zu diesem Verständnis geleitet. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, weil an dem Punkt sind wir ja noch nicht, aber da sind wir ja nicht mehr weit von weg. Ne? Ja. Ja, und im Endeffekt ist es ja so, dass wir aufgrund dieser Schilderung, wenn wir jetzt das Wort Gottes mit Jesus Christus gleichsetzen, auch sagen können, dass Adam der erste Mensch ist, der Jesus Christus gesehen hat und Jesus Christus begegnet ist. Richtig. Und deswegen natürlich im Endeffekt der erste, wenn wir so wollen, der erste Apostel überhaupt gewesen. Also der erste zumindest, der der in... nicht nur Schöpfen gesehen hat, sondern der ihn halt auch in der Existenz gesehen hat. Und ein Eyewitness, ne, ein Augenzeuge. Naja, weil Mensch war ja in seiner Schaffung, war ja so herrlich geschaffen, dass er in Gottes Gegenwart ja bestehen konnte. Nur der gefallene Mensch kann ja in Gottes Gegenwart nicht mehr bestehen. Da hast du natürlich schon recht, ja. Ja. Also ich denke, im Kapitel 3 klärt sich interessanterweise mehr auf als in Kapitel 2. Ich denke, Kapitel 2 ist jetzt auch so kurz, die Erschaffung der Frau und so prägnant, dass man dann halt sagen kann, wir werden in Kapitel 3 wahrscheinlich mehr mit dem Sündenfall über die Hierarchie und überhaupt über die Hintergründe kennen, als jetzt im Kapitel 2 über den Menschen ausgesagt wird. Denn wir sind ja jetzt gerade hier nur bei der physischen Manifestation angelangt. Wir sind ja jetzt noch nicht bei dem, was was der Mensch jetzt tatsächlich dann dazu veranlasst hat, den Sündenfall zu begehen. Ich denke, da müssen wir erstmal die Tat sprechen lassen. An ihren Taten soll man sich schließlich erkennen und da müssen wir erstmal schauen, wie denn Eva zu dieser Tat gekommen ist. Ich denke, du hast ja eben auch schon vorweggenommen, ja, das ist ein Teil vom Kapitel 3. Da kann ich ja nicht anders. Ich musste das zum Verständnis machen, weil mein Verständnis von Vers 19 in Kapitel 2 baut sich ja aufgrund einer Erklärung von Dingen, die in Kapitel 3 erst passieren. Da konnte ich ja nicht anders, musste ich das ja eben vorwegnehmen. Ja, schau, er hat ja auch letzten Endes da durch diese Tat, dass Jesus Christus gesagt hat, okay, ich bringe dir die Tiere des Feldes und die Vögel des Himmels. Ich erschaffe sie, ich zeige dir die Erschaffung und du benennst sie. Das ist im Endeffekt ja nicht nur die erste Aufgabe von Adam gewesen. Und Adam war ja immerhin der intelligenteste Mensch der Welt. Es gab ja auch keinen anderen. Ist nicht schwer, der ist intelligent. Das ist dann, wenn du der Einzige bist. Ja, man muss halt ja mal ein bisschen auflockern hier. Ja. Aber im Endeffekt ist das ja auch so, Adam hat die Aufgabe bekommen, weil Jesus Christus ihm das zugetraut hat. Das heißt, Jesus Christus selber hat ja gesagt, er hätte das ja im Endeffekt selber machen können. Er hätte ja selber hingehen können und gesagt, okay, pass mal auf, das Ding macht immer Kuckuck. Ja, also heißt das Ding Kuckuck. Ist ja immer ein blödes Beispiel jetzt, aber... im Endeffekt ist es doch so, er hat dem Menschen die Aufgabe zu übertragen und hat gesagt, ich gebe dir das Namen, lass dir einen Namen einfallen, ja. Und Adam hat dann fleißig Namenkärtchen gesammelt. Und Adam hat dann auch damit, haben die Tiere dann aber auch gesehen, schau mal hier, Adam sitzt, wo auch immer, zur Rechten, Jesus Christus, ja, in der Hierarchie, ja. Und Adam steht über uns. Der Mensch steht über uns. Denn ansonsten hätte der Schöpfer, der das Tier erschaffen hätte, nicht den Menschen die Aufgabe und die Verantwortung gegeben, die Tiere zu benennen. Für mich ist das eine Aufgabe, die er dem Menschen gegeben hat, um auch den Tieren die Hierarchie zu zeigen, dass der Mensch über dem Tier steht. Ja, das lernen wir ja auch später noch, ne? Dass der Mensch über dem Tier steht. Ja, wir werden da wahrscheinlich also heute Abend an dieser Sache nicht dran auskommen, aber
die Idee, denke ich mal, Michael und auch Viktor, um dich da wieder einzubeziehen, dass du nicht hier wegsackst, die Idee war ja vor allen Dingen, diese Dinge so zu besprechen, dass auch die Leute, die sich dieses Video anschauen, auch verstehen können, schau, es gibt verschiedene Ansichten, wie man diese Sache interpretieren kann, wie man diese Sache verstehen kann. Und schlussendlich übersteigt es im Grunde unser aller Verständnis, unser aller Begriffsvermögen, um diese Sache so zu verstehen, wie Gott sie wahrscheinlich gemeint hat. Im Endeffekt kann ich nur sagen, in dem Augenblick, wenn wir unseren Herrn treffen, dann werden wir die Erkenntnis von all diesen Dingen haben, weil dann werden wir ihn sehen, wie er wirklich ist. Und dann werden wir ihn auch verstehen, wie er alles gemeint und gemacht und getan und geschaffen hat. Das können wir in diesem Stand, in dem wir im Augenblick sind, in diesem verlorenen Stand, in diesem gefallenen Stand, können wir das im Grunde gar nicht. Wir können nur versuchen, aus dem Wort so viel an Informationen herauszuholen wie möglich. Aber wie gesagt, es gibt hier verschiedene Standpunkte. Viktor hat seinen Standpunkt und den finde ich absolut legitim. Du hast deinen Standpunkt, den finde ich auch legitim. Und ich habe meinen Standpunkt und den finde ich auch legitim. Aber wir werden dieses Rätsel heute nicht lösen, aber es geht ja auch nur darum, den Leuten eben verschiedene Standpunkte anbieten zu können. Und dann kann eben jeder auch mit seinen eigenen Studien sich entweder dem einen oder anderen Standpunkt anschließen oder aber einen eigenen Standpunkt entwickeln, weil unsere drei sind ja vielleicht noch nicht alle Standpunkte, die es gibt. Es gibt ja vielleicht noch viel mehr Möglichkeiten, das zu machen. Ja, und man sollte vielleicht auch den Hörern da draußen jetzt auch mit direkt schon ein Ausrufezeichen hinwerfen und sagen, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Es bestehen da draußen ganz, ganz viele gnostische Falschlehren, die auf den ersten Blick total verführerisch sind. Ja, auch von Apokryphen, von luziferianischen Herrschaften und Damenschaften, die da alles Mögliche reininterpretieren, die da alle möglichen anderen Generationen einrechnen und so weiter. Wir orientieren uns hier an der Bibel. Ja, alles andere ist nicht inspiriertes Wort Gottes und alles andere kommt aus einer anderen Quelle und diese Quellen führen grundsätzlich zur Verwirrung, weil sie immer alle gleichberechtigt nebeneinander stehen. Und bei uns hat letzten Endes das Wort Gottes immer Vorfahrt. Und aus dem Grunde, weil wir da sicher sein können, dass es die Übersetzung ist, die über die Jahrhunderte immer von den entsprechenden sehr gut ausgebildeten Übersetzern aus der King James Bibel da benutzt wurde. Und wir auch aus dem Hebräischen die Wörter da vergleichen. Und deswegen sage ich nicht, dass wir da besser sind. Ich sage nur, dass wir da sehr, sehr sorgfältig versuchen zu recherchieren. Und alles andere, was uns hingeworfen wird mit Atlantis und mit Plato und mit dem und dem das und dem Buch sowieso, ich will sie jetzt alle gar nicht aufzählen, führen letzten Endes hier nachher zur totalen Konfusion. Denn wenn man die Dinge ungeprüft nebeneinander stehen lässt, dann haben wir nämlich genau diesen Geist der Verwirrung, den Satan einfach so benutzt, um den Menschen in Ungewissheit und Unsicherheit zu bringen, weil dann das Wort Satans genau gleichberechtigt zum Wort Gottes wäre. Und welche Auswirkungen das hat, das sehen wir dann in Kapitel 3. Ja, ungeprüft, Michael, war ein sehr gutes Wort, weil in Apostelgeschichte steht ja deutlich drin über die Beröer, die sich täglich in der Bibel informierten und alles eben an der Bibel gemessen haben. Das machen wir hier ja auch. Wir messen die Bibel an der Bibel. Wir messen den Vers 19 in Kapitel 2 an Vers 24 in Kapitel 1. Wir versuchen daraus ein Verständnis zu entwickeln, aber wir tun das jeweils nur mit dem, was uns die Bibel bietet, was uns das Wort Gottes bietet. Wir suchen das nicht außerhalb und wir suchen das schon gar nicht in unserem eigenen Verständnis, sondern wir erklären lediglich, wie wir es verstehen. Das heißt nicht, dass wir unser Verständnis hier draufgeben, sondern das heißt, dass wir nur sagen, wie wir es verstehen, wie es uns eingegeben wird, wie der Heilige Geist uns das verstehen lässt. Ja, und ja. Er lässt es uns anscheinend eben nicht in einer perfekten Art und Weise verstehen, weil das ist ja wahrscheinlich auch gut so. Und da wird er seinen Grund zu haben, weil man muss ja irgendwo hier und da auch mal weiter ein wenig rätseln, um schließlich seinen Glauben bewahren zu können. Weil sonst hätte ich ja keinen Glauben, sonst hätte ich ja Wissen. Mhm. No? Ja, ich sag mal, ich gebe mir jetzt nur mal einen kleinen Gedanken von mir, ganz kurz preis zu der Diskussion zwischen euch beiden. Es ist ja so, dass Gott der Herr... Zwischen uns beiden, das ist eine Diskussion von uns dreien. Ja, aber ich stehe jetzt erstmal da und versuche mir auch eine Meinung dazu zu bilden. Ich habe ja diesen Punkt nicht hingebracht. Es ist doch so, dass
Gott eben aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und Vögel des Himmels zu dem Menschen gebracht hat, um zu sehen, wie er sie nennen würde, damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Menschen gebe. So. Und um zu sehen, ob da eine Hilfe für ihn zwischen ist. Ja, ja, okay, okay, gut, das kommt dann später, ja. So, und der Mensch gab also jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Das heißt aber dann doch, dass er, der Mensch, eben nicht den Meerestieren den Namen gegeben hat. Aha. Stimmt. So. So. Das ist eine logische Schlussfolgerung, ja. So, weil hier steht zwar, da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und so weiter und Tieren des Feldes Namen. So, warum? Weil der Mensch nicht die Tiere, die im Wasser leben, hätte Gott die Tiere aus dem Wasser wiederum wahrscheinlich dann ins Land bringen müssen. Und das ist dann für einen Delfin nicht so die angenehme Geschichte. Ich will da gar nicht völlig primitiv jetzt hier schlussfolgern. Ich bin ja auch kein Meeresbiologe. Aber der Mensch gehört eben aus verschiedensten Gründen eben nicht ins Meerwasser. Und deswegen stehen diese Meerestiere hier vermutlich nicht drin. Weil ansonsten diese Tiere, die ja schon geschöpft worden sind, dann ihre natürliche Umgebung hätten verlassen müssen. Oder er hätte dem Mensch dann halt Kiemen geben müssen. Aber wie gesagt, da kommen wir jetzt von Hundertstel ins Tausendstel. Ich sehe nicht, dass der Mensch hier etwas, also ich sehe hier eine totale Unterschied zwischen dem Menschen und den Meerestieren. Und wie gesagt, da käme jetzt meine Salzwassertheorie zum Tragen, dass der Mensch eben da mit den Tieren des Meeres relativ wenig zu tun haben. Das ist weniger eine Theorie als eigentlich ein Fakt, Michael. Darum können wir auch nur eine bestimmte Zeit im Wasser überleben. Mhm. Aber ich finde es interessant, dass du sagst, der Mensch ist nicht dafür geschaffen, im Wasser zu leben. Nee, genauso wenig wie der Mensch dafür geschaffen ist, im Weltraum zu leben oder zu überleben. Wir sind dafür geschaffen, um hier auf der Erde, auf dem festen Boden zu leben. Ja, und da sind, genau, und da sind wir dann schon wieder bei der Theorie, dass alles Leben aus dem Wasser kommt. Denn das Doofe ist nur, ich stimme dir ja zu, aber eben nicht aus dem Meereswasser, wie diese besagte Evolutionstheorie uns meint, sondern aus dem Wasser des Lebens. Aus dem Fruchtwasser. Ja, eben, aus dem Fruchtwasser. Ja, und das ist ja auch ganz wichtig, dass man das mal auch vielleicht in dem Zusammenhang erwähnt, dass natürlich auch das dahingehend ja auch Fruchtwasser, Stichwort, der Mensch ist ungesäuert, ist basisch. Ein guter Stichpunkt fand ich auch, ist der Edelstein Onyx. Soweit ich weiß, ist der auch basisch. Mhm. Und das schließt sich, deckt sich auch absolut, was du gesagt hast, Michael, dass der Mensch im Meerwasser, also im Salzwasser, in einem säurehaltigen Milieu nicht überleben kann. Also das fängt ja auch schon an in der Gebärmutter, im Fruchtwasser, das ist ja auch basisch. Ja, wenn man dann mal schaut, dass ungefähr 70% der Erdmasse selber aus Wasser besteht, also der Erde selber aus Wasser besteht, und der Mensch im Laufe seiner Zeit eigentlich die meiste Zeit seines Lebens ungefähr 70% Wasser enthält. Als Kleinkind hast du, glaube ich, an die 90%. Als Schwerstrentner, Spätrentner hast du dann, glaube ich, 50%. Da zeigt sich natürlich schon, dass Wasser so das Basiselement von Leben ist. Aber es gibt halt einen Unterschied zwischen Salzwasser, Süßwasser, Fruchtwasser und. Und deswegen denke ich, die Evolution... Was ist denn jetzt und? Weihwasser? Ja, Weihwasser ist auch Salzwasser, das hat man so, soweit ich weiß. Nein, du kannst ja, saurer Regen natürlich. Ach so, ja, die Lehre aus den 70ern, ja. Ja, genau. Die müssen wir Victor noch mal beibringen, da ist er ja noch ein bisschen zu jung für. Es gibt ja auch destilliertes Wasser, ne? Und es gibt ja sicherlich da noch einiges, was ich nicht kenne. Und echt kölsches Wasser gibt es auch noch. Ja, 4711. Das ist aber wir wollen da keine Werbung machen jetzt hier. Naja, warum nicht? Das ist halt eine YouTube-Dauerwerbesendung hier. Ach so. Wir machen ja auch Werbung für das Wort Gottes. Also in der Hinsicht mache ich schon gerne eine Werbesendung. In der Hinsicht. Aber gut, lass uns jetzt mal eben zum Schluss kommen, weil inzwischen sind wir schon die ganze Zeit mit diesem Punkt beschäftigt. Ich wollte eigentlich nur, das möchte ich nochmal kurz wiederholen, ich wollte nur auf den Punkt zurückkommen, weil ich eben das zu meinem Verständnis bis jetzt zumindest gebraucht habe, um mir zu erklären, warum die Schlange, die wir im nächsten Kapitel kennenlernen, eben die Frau angesprochen hat, anstatt den Mann. Und dann habe ich das halt so interpretiert. Ob das jetzt auch so war oder nicht,
Da sollte so langsam jeder seine eigenen Schlüsse daraus geschlossen haben. Wollen wir diesen Punkt abschließen und in Vers 20 weiterlesen? Habt ihr da noch abschließend eine Bemerkung zu, bevor ich dann mit Vers 20 weiterfahre, oder soll ich einfach weitermachen? Ihr aus weitermachen. Gut, dann lesen wir mal weiter, ne? Also Vers 20. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Also da möchte ich noch mal ganz kurz was noch einwerfen. Bitte. Weil bis hierhin deckt sich das ja auch noch alles, dass die Dinge, die ordiniert wurden, auch geschehen sind. Also Gott, der Herr, hat ja Adam beauftragt damit, die Tiere zu benennen. Und das hat er ja auch getan. Ja. Worauf wolltest du jetzt hinaus? Jetzt verstehe ich irgendwo nicht, was du meintest. Ja, gut, jetzt wollte ich jetzt nicht weiter vorgreifen. Ich wollte jetzt nur noch mal an der Stelle erwähnen, dass in dem Augenblick wir sehen, dass sich alles dem Schöpfer unterordnet. Richtig. Und der Mensch hat genau das getan, was der Herr von ihm verlangt hat. Nämlich er hat jedem Tier seinen Namen gegeben und er hat gesucht nach einer Gehilfin für sich und hat sie nicht gefunden. Das war die Absicht soweit. Ja. Ja, dann lesen wir weiter in Vers 21. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Kommentar. Ja, bitte. Das ist die Stelle, worüber... Das ist kein Kommentar. Wir sind hier in der Bibelstudie und wir sitzen hier gemütlich zusammen und schnacken über die Bibel. Ich will das jetzt mal so ein bisschen locker sagen. Ja, das ist hier nicht irgendwie... Dass das zufällig nebenbei aufgenommen wird, ist schön für die Leute, die das folgen können. Aber wir sitzen hier zusammen und schnacken. Wenn du was zu sagen hast, Michael, dann sag es bitte. Ja, also das Thema jetzt mit der Rippe ist immer das Thema, was ganz gerne von Biologie... begeisterten Menschen oder halt auch jungen Menschen, Kindern in der Schule und so weiter direkt als Gegenbeweis gebracht wird, so nach dem Motto, wir waren letztens im Biologieunterricht und haben ein Skelett gesehen und die Kinder haben dann geguckt, wie viel haben die Rippen gezählt und haben gesagt, nee, sind alle Rippen da, also ist das eine Frau. Was ist denn das für ein Schluss? Ja, ist wirklich so. Viele meinen wirklich, da guck mal, hier beim Mann fehlt eine Rippe, weil Frau und so, dann ist ja fehlt da irgendetwas, ne? Und gucken sich dann die ganzen Mann kann, ich dachte, der Mensch kann Rippen nachwachsen lassen. Ja, das ist ja gerade der Punkt, danke. Ach so, ja, das ist ja gerade der Punkt, den ich machen wollte hier, ne? Ach so, das wollte ich dir jetzt nicht wegnehmen, Entschuldigung. Nee, alles gut. Deswegen wollte ich gerade den Punkt sagen, weil wissen ja ganz viele gar nicht. Also die Rippe selber ist eine periostregenerative Knocheneinheit. So, regenerativ heißt, die ersetzt sich also selber. Das heißt, die wächst nach. Und Periost ist eine dünne Gewebeschicht, die Außenfläche aller Knochen überzieht. Und Rippen sind tatsächlich so, dass die nachwachsen können. Und deswegen ist das halt eben kein Argument zu sagen, guck mal, beim Mann fehlt jetzt irgendetwas, ja, der ist irgendwie unsolide gebaut, die Frau hat irgendwie irgendwo was mehr. Nein, ist nicht so und es kann auch nachwachsen und das finde ich doch wieder mal sehr bezeichnend, dass viele Bibelkritiker diesen Punkt beispielsweise einholen und sagen, guck mal, hier kann ja gar nicht sein. Ja, dann müsste der innere Blutungen haben und dem fehlt was und was weiß ich, Osteoporose und hast du nicht gesehen. Und das ist jetzt wirklich ganz ernst gemeint, weil das eine Stelle ist, wo sich viele Menschen bewusst oder unbewusst über die Bibel lächerlich machen, genau. Ja, das glaube ich, ja. So, und das kann wirklich jeder nachlesen, dass es dann bei den Rippen tatsächlich dann so ist, dass die dann halt wieder diese Stelle ja quasi mit Fleisch verschließen und dieses halt eben wieder der Knochen da wieder nachwachsen kann. Ja, ja, das wollte ich nur da einwerfen. Ja, schön. Dann lesen wir mal weiter. Und Gott der Herr bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da sprach der Mensch: Das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Ja, das ist ein Vers, den mag Alice Schwarzer, glaube ich, überhaupt
nicht, ne? Ja, das ist klar. Jetzt verlierst du sofort mindestens 1500 Abonnenten. Oh, super! wenn ich jetzt dazu sage, das ist der Ursprung des Wortes Women, W-O-M-A-N. Ja. So, das ist nämlich ganz klar, dass Women eigentlich von Man abstammt. So. Und es gibt, ich weiß, dass es da Übersetzungen gibt, die erzählen von wegen Man wäre dann der Mensch, aber der Mensch war nun mal halt erst als Mann auf der Welt. Ansonsten hätte Gott keine Frau geschaffen. Der war nicht Hermaphrodit, der war nicht Transgender, der war nicht transsexuell, sondern er war Mahan, M-A-N-N. Und aufgrund dessen ist die Frau die zweite und später gekommen. Und die Frau selber ist aus dem Fleisch und aus den Gebeinen des Mannes gemacht worden, aus der Rippe des Mannes. Und deswegen ist die Frau letzten Endes dann die Woman. Das heißt, die Frau gehört zum Mann und die Frau ist für den Mann als Gehilfin gemacht worden. Und das letzten Endes ist dann eben die natürliche Hierarchie. Elohim, dann Jesus Christus, dann Adam und dann Eva, weil der Name der ersten Frau, das ist jetzt kein großes Geheimnis, war halt Eva. Und deswegen ist die Frau eigentlich dem Mann, sollte sie eine Hilfe sein. Und das ist jetzt völlig konträr zu dieser Agenda, die da draußen läuft, wo halt mit Gleichberechtigung, die ein völliger Unfug ist, Gleichberechtigung kann es nicht geben, weil jeder unterschiedliche Aufgaben hat. Der Mann hat nicht das Recht, Kinder auf die Welt zu bringen. Der kann, hat das Recht und vielleicht auch die Pflicht, Kinder zu zeugen, aber er kann nicht Kinder gebären. Und das würde dann aber letzten Endes Gleichberechtigung bedeuten. Und deswegen ist das völliger Unfug. Und auch die Frauenquote und alles ist völliger Unfug, weil es natürlich so ist, dass der Mann der Jäger und Sammler ist und die Frau diejenige ist, die die Kinder auf die Welt bringt, die Kinder behütet und die Höhle putzt und meinetwegen noch das Essen kocht. Ja, ist doch so. Ja, nee, also jetzt schmeißt du aber hier die Evolutionstheorie und die Schöpfung durcheinander. Gott hat niemals Jäger und Sammler geschaffen in der Hinsicht, meine ich. Ja, okay. Und Frauen, die in der Höhle den Mastodontenteppich da putzen müssen und so. Ja, okay. Im Garten Eden war ja noch alles easy going. Ja, da war ja noch all inclusive. Ja? Aber später durfte der Mann ja dann ackern, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Frau. Fleisch seines Angesichts, ja. Ja, eben. Genau. Schweiße seines Angesichts, ja. Genau. Das genau. Sagt Komm Gott ja sogar das. Zu ihm. Richtig. Das sagt Gott ja sogar zu ihm. Du musst jetzt im Schweiße deines Angesichts für deinen Lebensunterhalt sorgen. Genau. Genau, aber das ist eben, glaubt, da fallen viele so die Schuppen aus den Haaren und denken sich, was erzählt denn der gerade? Das ist ja, ist mit dem Weltbild, was momentan draußen vorherrscht, mit dem sogenannten Zeitgeist eben überhaupt nicht vereinbar. Mhm. Und das zeigt uns einfach mal, wie weit eben diese Menschheitsgeschichte schon weit weg vom Ursprung ist. Und im Ursprung ist es halt einfach so. Ich muss dich da kurz unterbrechen, Michael. Wir sind für diese Diskussion genau eine Woche zu spät. Letzte Woche Freitag war Weltfrauentag. Ja, ich hab's mitgekriegt. In Berlin haben sie das doch tatsächlich einen Feiertag gemacht? Ja, habe ich auch gehört. Ja. Also mit der Diskussion sind wir ein paar Tage zu spät. Das musste ich mir einwerfen, sonst vergesse ich das. Das Schlimme ist, ja gut, du hast ja noch ein paar Tage, bis es veröffentlicht. Das Schlimme ist, letzten Endes in Berlin weiß ja eh kaum noch einer, ob er Mann oder Frau ist. Ja, das stimmt leider. Ich habe heute eine Diskussion gesehen. Ich bin da heute, gibt da so ein interessantes Video über Transgender und wegen Michelle Obama mit einem großen Fragezeichen und das mittlerweile so einige Rätsel um eine gewisse Sängerin aus den 70ern bekannt worden ist, die unter dem Namen Amanda Lear damals gesungen hat. Ja, das wussten wir doch damals schon, dass das ein operierter Mann war. Sie hat es immer abgestritten damals. Ja, damals auch, aber das war ja offensichtlich, ja. Oder? Ja, gut, aber es ist halt einfach schon interessant, wie die ganzen Geschichten wirklich promotet werden. Und es geht ja jetzt auch gar nicht um jetzt Amanda Lear, es geht hier um eine Bibelstudie. Ich sage jetzt nur mal so viel, es ist komplett so, dass die Gegenseite der Schöpfung, also das Destruktive und damit Satan, in welcher Form auch immer, ja, in Form seiner Helfer, in Form von Menschen, die ihm verfallen sind und seiner Lehre folgen, einfach versucht, diese Schöpfung zu zerstören, indem grundsätzlich das Gegenteil der Schöpfung als erstrebenswert propagiert wird. Also sprich,
Der Mann kriegt dann plötzlich Elternzeit und bleibt zu Hause und passt aufs Kind auf. Die Frau wird dann zur Karrierefrau. Es ist alles komplett umgedreht und es soll dann irgendwann so sein, dass es androgyne Wesen gibt, transsexuelle Wesen gibt, die sich am besten auch noch selbst befruchten, damit eben diese natürliche Ordnung als Mann, dass Gott, also Jesus Christus, den Menschen geschafft hat. Im Alten Testament lesen wir ja, als Mann und Frau schuf er sie, ja, und Satan versucht hat, genau das ins Gegenteil zu verkehren und letzten Endes da dann nicht nur den Menschen halt auszurotten, sondern als androgynes Wesen, weder noch, also weder Fisch noch Fleisch sozusagen dann letzten Endes zu schaffen, einfach nur, weil er die Saat Jesus Christus zerstören will. Da kommen wir auch noch im dritten Kapitel dazu. Ja, und nebenbei erfindet er noch 50 andere Geschlechter, ne? Ja, ja, das ist ja eh völlig absurd. Aber noch absurder ich finde es ja nicht absurd, dass es eine Bildzeitung gibt. Ich finde nur absurd, dass es Leute gibt, die sowas kaufen. Und das mit dieser Gender-Geschichte finde ich es genauso. Ich finde nicht absurd, dass der Teufel sowas erfindet. Ich finde es absurd, dass die Leute aus sowas reinfallen. Das ist absurd. Nicht, weil ich schlauer bin, sondern weil ich mich an der Bibel orientiere. Ich meine, dafür habe ich auch zig Jahre gebraucht. Aber es ist doch letzten Endes völliger Unfug, dass man dann letzten Endes sich irgendetwas aussuchen kann, was einem unwiderruflich von Geburt an gegeben ist. Ja, und wie, und das sind doch Psychopathen, die da draußen rumlaufen und nicht wissen, wo links und rechts oder oben und unten ist. Ja, und da gibt's beispielsweise eine Aussage aus den, jetzt muss man mal eben gucken, wo ich es habe. Ich habe da hier so eine schöne Liste, von Simone de Beauvoir, 1949, Le Deuxième Sexe, also das zweite Geschlecht, Le Deuxième. Ja, ja, das zweite Geschlecht. Ja. Das zweite Geschlecht, 1949, da sagt sie, also in Deutsch übersetzt das andere Geschlecht, da sagt sie, ich zitiere, wir werden nicht als Frau geboren, sondern zur Frau gemacht. So, Hintergrund, diese Dame, Simone de Beauvoir, war bisexuell und hatte, wie sie behauptete, mit 9 Männern auch Beziehungen mit Frauen, von denen viele noch minderjährig waren. Ja, so, und das sind dann jetzt unsere Vorbilder, wo die Leute sagen, ah ja, die war doch mit Sartre, mit so einem Philosophen und so zusammen. Na, die muss ja so toll gewesen sein. Ja, und sie hatte also auch Beziehungen mit ihr, mit Schülerinnen und sie war wegen Verführung Minderjähriger angeklagt und Sartre und andere bekannten Logen auch noch haben die beschützt, haben falsche Zeugnisse gegeben, also auch wieder ein Verstoß gegen die 10 Gebote, konnten aber nicht verhindern, dass sie aus dem Schuldienst entlassen wurde und später agierte sie zusammen mit anderen sogenannten Intellektuellen für die Abschaffung von Gesetzen, die Sex die Sex von Erwachsenen mit Minderjährigen verbaten. So. Ja, muss eine Tochter von Kinsey gewesen sein, ne? Es ist zumindest jemand, den die Grünen bestimmt ganz toll finden. Und ist ja nicht mehr witzig, ja? Es geht ja letzten Endes darum, dass man wirklich alles nur noch schlecht macht und im Endeffekt ist es ja so, der Mensch kann ja auch nur etwas schlechter machen und Satan kann nur auch etwas schlechter machen. Was viele vergessen ist, Satan ist ein geschöpftes Wesen. So, und als geschöpftes Wesen habe ich eben nicht die Macht, die Power, die Göttlichkeit, die der Schöpfer hat, der eben etwas Kreatives auf die Beine stellen kann. Und deswegen ist Satanismus halt immer negativ. Das heißt, ich kann nur etwas kaputt machen. Ja, ich kann nur etwas schlechter machen und das ist eigentlich der Mensch, auf dem Weg ist der Mensch ja eigentlich. Wenn ich schaue, wie intelligent Adam als erster Mensch gewesen sein muss und abgesehen davon ist der 930 Jahre, glaube ich, geworden, sondern auch wie gesund der sich hat ernähren können. Und der hatte einen ganz strahlenden blauen Himmel wahrscheinlich. Also von daher, ich kann ja viele Dinge benennen, aber wir als Menschen, wir werden nur in dem Trugschluss gehalten, wir würden intelligenter, intellektueller und schlauer werden. Ja, eigentlich ist das komplette Gegenteil der Fall, weil wir uns immer weiter von der Natürlichkeit entfernen. Denn, wollen wir doch mal ehrlich sein, weder du noch ich, noch Victor, noch irgendjemand, der draußen zuhört, ja, kann sich doch wahrscheinlich überhaupt vorstellen, sich jetzt heute Abend um 10 Uhr anzuziehen, nach draußen zu gehen und mal eben die nächsten 3 Nächte im Wald zu übernachten und sich davon Beeren und Früchten der Bäume zu ernähren. Ja, abgesehen davon, dass mittlerweile verboten ist, irgendwo im Wald zu campieren. So, also wie weit sind wir denn von unserer Natürlichkeit weg? Wir sind doch nicht Jahre davon weg. Wir können uns nicht ernähren, wir können unser eigenes, wir können nichts mehr anpflanzen, wir haben so viel Wissen ist verloren gegangen,
wir haben nichts mehr Gesundes, unsere Luft ist verpestet und so weiter. Also da kann mir doch keiner erzählen, ja, ist alles super, läuft alles ganz toll. Das ist nur in der Matrix, in der Scheinwelt so. Wenn ich dann halt jemanden ein neues Smartphone in die Hand drücke, dann sucht er sich irgendwelche Computerspiele auf und sagt, ist alles Töfte hier. Aber in der Wirklichkeit gehe ich nach draußen, ja, da sehe ich verschmutzte Meere, da sehe ich kaputte Straßen, da sehe ich aber niemanden, der in irgendeiner Art und Weise, wo der Mann halt gut gelaunt vom Job nach Hause kommt, die Frau auf ihn strahlend wartet, mit dem weißen Riesen die große Wäscheleine gewaschen hat und dann alles super ist und die Kinder total glücklich sind. Ich sehe nur überall lange Gesichter, alle die Schnauze voll, die Schule ist scheiße, der Arbeitsleben ist totaler Mist, die Raten müssen abbezahlt werden, das Auto ist wieder kaputt, der Fernseher läuft nur Mist und jeder erzählt aber dann gleichzeitig, ja, ist aber alles super hier, in Deutschland geht's gut. Aber es hat mit der Natürlichkeit nichts zu tun. Natürlich wäre, wenn ein Mann meinetwegen 8 Stunden am Tag arbeitet, nach Hause kommt und wenn jede Familie 4 bis 6 Kinder hätte, das wäre natürlich. Das wäre der natürliche Lauf der Dinge. Und dann könnte er in den Wald gehen und die Kinder würden da die Beeren pflücken. Ja? Ach, wäre das alles herrlich. Ja, so viel dazu. Ja. Das war ja eine richtig schöne Erklärung. Ich habe inzwischen Zeit was anderes gesucht hier in der Bibel, was ich immer noch nicht gefunden habe. Da kommen wir dann später auch noch zu. Ja, kann ich ja noch mal was sagen. Ja, aber gerne. Ach so, ja. Dann war ja letztendlich eine sehr schöne auch Ausführung von dir, Michael. Man kann das ja auch mal kurz ausdrücken und sagen, dass natürlich heute die Agenda eher so läuft, dass der Mann die Gehilfin des, der Frau ist, ne? Also dass zumindest der Rahmen dafür ja schon geschaffen wurde und wir auch, denke ich, dahingehend ja auch nochmal das berücksichtigen müssen, dass diese Agenda ja auch deswegen läuft, mit dieser ganzen Gleichmacherei und dass die Frauen ja da gleichberechtigt sind. Und das hat doch auch irgendwo seinen Grund dahingehend, dass diese Himmelskönigin Maria immer auch so wichtig ist in der ja, katholischen, systematischen katholischen Irrlehre, ne? Ja, du hast vollkommen recht, aber der Punkt ist ja der, die Männer werden eigentlich benachteiligt. Ja, das Problem ist, ich fahre 3-mal um den Supermarkt rum und finde immer noch keinen Männerparkplatz. Und das ist jetzt nur ein halber Gag. Schau dir mal an, welche Vorbilder den Menschen da draußen vorgegaukelt werden. Ja? Guck dir mal den Liebreiz, die totale Feminität und Weiblichkeit von Madeleine Albright, Margaret Thatcher, Angela Merkel etc. pp. An. Ja? So, das sind ja alles völlige, das sind ja alles überhaupt keine Familienmenschen, ja, das sind ja alles nur Karrieristen. Deswegen sind die auch in der Politik und die werden dann als Leader aufgebaut, den Menschen verkauft, sagt der Worte, guck mal hier, das könntest du sein, ja. Und die laufen dann in Männerkleidern rum, meistens zumindest, in Hosenanzügen, ja. Und am besten noch mit dieser Krawatte und so. Und das ist eben genau, was du sagst, ja. Den Menschen wird halt ein Bild vorgespielt. Nach dem Motto, dahin geht die Reise. So geht die Reise hin. Das vor 150 Jahren wäre es unmöglich gewesen, dass da eine Frau in der Politik ist. Die durften dann noch nicht mal wählen. Ja? So, jetzt haben wir die Frauen in der Politik, jetzt wählen die auch noch, jetzt gucken wir uns an, wo wir da gerade stehen. Ja, jetzt haben wir eben genau für alles Verständnis, weil die halt in der Politik halt ganz viele Weichen gestellt werden, im Endeffekt die als Schauspieler da oben stehen. Aber auf den Punkt will ich gar nicht hinaus. Der Punkt ist, wir sind von der Natürlichkeit meilenweit weg. Jemand heutzutage, der 4 Kinder hat, wird schon als asozial angesehen. Und da genau an dem Punkt stehen wir. Und das ist doch für uns wiederum der Beweis, dass ein Bibelstudio sich lohnt. Denn im Endeffekt ist es so, dass da eine Aufgabenverteilung und eine Hierarchie besteht. Und wenn ich Jesus Christus als meinen Erlöser habe, wenn ich Jesus Christus als mein Vorbild habe, wenn ich Jesus Christus als meinen Herrn annehme, ja, dann geht es der Frau an meiner Seite aber alles andere als schlecht. Und das ist das, was man nicht versteht. Man kann viel Freiheit haben durch eine Gleichberechtigung. Ja? Nur wenn man dann halt eben sich vom Wort Gottes entfernt, ja, nützt das nichts, wenn man gleichberechtigt ist und einen Atheisten neben sich sitzen hat, der letzten Endes keine Moral anwenden kann, weil er sich nicht an das Gesetz hält, ja, an das Gesetz Gottes. Und deswegen ist das für mich völlig unnatürlich. Es gibt für mich keine Gerechtigkeit ohne Moral. Und wenn die Moral fehlt,
weil der Mensch sich selber als Gott empfindet und als Gott erhebt, was immer der Trick des Teufels ist. Ja, ihr werdet sein wie, ne, Gott. Aha, so. Dann ist letzten Endes jeder derjenige, der die Regeln aufstellt und niemand muss mir irgendwelche Regeln befolgen und alles ist möglich. Kein Mensch ist dann noch in der Lage zu sagen, guck mal, hier darfst du nicht, weil jeder die Regeln für sich definiert. Und wir halten uns ja hier alle drei und viele da draußen ja auch an die sogenannten 10 Gebote und auch an die Instruktionen von Jesus Christus und damit kämen wir eigentlich aus. Anhand dessen könnten wir jede Entscheidung, die wir treffen, am Wort Gottes messen und jede Entscheidung begründen. Aber der Mensch braucht tausende Gesetze, abertausende Gesetze, weil er die Grundlage nicht hat seines moralischen und ethischen Handels. Wir probieren uns an die 10 Gebote zu halten, Michael. Wir halten uns da nicht dran. Wir probieren es, wir können es nicht. Der Einzige, der je alle Gebote Gottes halten können, ist Jesus Christus. Eben weil wir es nicht, wir streben danach, es zu tun, aber wir können es nicht. Ich wollte mal eben den Punkt nochmal anholen, den ich eigentlich gesucht hatte. Du hattest gesagt, wir können ja jetzt auch nicht in den Wald gehen, 3 Tage und uns auch von Bären ernähren. Gott hat die Erde dafür gemacht, dass wir uns in der Erde bewegen. Ja? Er hat nicht gesagt, rottet euch in Städten zusammen. Deswegen war ich eben die Stelle am Suchen, Genesis Kapitel 10. Auch zeugte Kusch den Nimrod, der war der erste Gewalthaber auf Erden. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, daher sagt man ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Und der Anfang seines Königreiches war Babel. Also alles kommt eben aus Babylon, wir wissen. Der Anfang seines Königreiches von Nimrod war Babel. Babel war die erste Stadt, die gebaut wurde. Gott hat niemals zu den Menschen gesagt, baut eine Stadt. Das ist der Punkt, den du vorhin kurz angesprochen hast. Wir werden so, zwischen Anführungszeichen, zivilisiert. Ja, wir können in der Stadt noch überleben, aber auf dem Land würden wir im Grunde zugrunde gehen. Wenn wir sicher jetzt im Winter, abgesehen davon, dass, wie du sagtest, wir gar nicht mehr in den Wald übernachten dürfen oder was, wenn wir das tun würden, würden wir gar nicht überleben können, weil wir so zivilisiert sind, sag ich jetzt mal, mir fällt da jetzt kein anderes, besseres Wort für ein, domestiziert auch. Ne? Domestiziert, ja, genau, wie man das ja mit Haustieren macht, ne? Die domestiziert man ja auch. Ne? Mhm. Wir sind genauso domestiziert wie die Haustiere, wir können in der freien Wildbahn gar nicht mehr überleben. Ja. Und dadurch machen wir uns abhängig von denjenigen, die uns die Infrastruktur anbieten, die wir zum Überleben brauchen. Und damit machen wir uns nicht mehr abhängig von Gott, sondern machen wir uns abhängig vom Menschen. Das war eine Sache, die ich nochmal eben kurz erwähnen wollte in der Hinsicht. Ja, wenn das gut ist, dann möchte ich eben noch mal den Rest des 2. Kapitels lesen. Ja, ich hätte sonst noch eine Frage, weil ja, bitte. Das hätte mich jetzt noch an der Stelle, glaube ich, jetzt passt das noch ganz gut, jetzt interessiert. Also im Hebräischen, da ist es auch Ish und Isha, weil Michael, ja, du hast es vorhin gesagt, mit Man und Woman. Und das Wort Männin ist ja eigentlich im Deutschen ja nicht so, ich sag mal, umgangssprachlich. Nee. Ist es das denn mal gewesen? Das wäre jetzt nochmal so ein Punkt vielleicht, der mich interessieren würde, ob ihr das vielleicht wisst. Also soweit mir bekannt ist, hat man immer eher das Wort Weib gebraucht für die Frau, was ja heutzutage auch eine negative Konnotation bekommen hat in unserer Gesellschaft. Wenn man eine Frau Weib anspricht, dann ist das ja negativ gemeint, obwohl das ja vom Ursprung des Wortes gar nicht so gemeint ist. Das Wort Männen sagt mir jetzt umgangssprachlich, zumindest in der deutschen Sprache, überhaupt nichts. Wogegen das Wort Woman im Englischen ja noch heute absolute Umgangssprache ist. No? Ich weiß aber nicht, wie Michael das sieht oder Michael seine Erfahrungen damit sind. Ich bin schon bei Wiktionary und im Duden angelangt, aber da steht auch wirklich nur die biblische Referenz und da steht noch ein zweites, also als biblische Referenz, die Frau in ihrer Eigenschaft als Partnerin und Gefährtin des Mannes. Ja, schau mal, Partnerin, ja, Part, Teil, ja, Teilhaberin, ja, da ist doch schon die Aufgabenteilung mit drin in der Partnerin. So, allein schon im Wort Partnerin, da habe ich doch schon mal einen Teilaspekt drin. Das heißt, ich teile mit jemandem mein Leben und damit habe ich aber auch Anteil an irgendetwas. So, und da ist doch schon mal irgendwo klar, dass man dann halt
ja auch eine Aufgabenteilung hat, weil eine Teilung ist ein Pacht und eine Partei ist deswegen da, damit sie einen Teil der Bevölkerung repräsentiert. Dieser Teil, der dann der übrigen Meinung ist, er hätte dann irgendetwas Aussagekräftiges zu beschließen. Und ja. Daher hat man auch Parteien gegründet. Ja, bevor du jetzt dich da in irgendwas verlierst, Michael, das Wort Partner finde ich in der Bibel nicht. Ja, will ich auch gar nicht jetzt. Na eben, da ist die Frau eben als Gehilfin des Mannes geschaffen. Ja, Moment. Ja. Das Partner ist eben wieder eine Sache, das kommt aus der Welt, ne? Okay, du hast recht. Ist ja als biblisch beschrieben, da habe ich mich jetzt gerade auf einen falschen Pfad begeben, ja. Das kann ja passieren, deswegen unterbreche ich dich da ja, weil sonst kommen wir wirklich in eine Diskussion vom Hundertstel ins Tausendstel, wenn wir dann noch versuchen, die Sophistik und Kasuistik des Antichristen hier in seine Einzelbestandteile zu zerlegen. Das Wort Partner, hast du vollkommen recht, vom Wortstamm her ist das, was du sagst, aber in der Bibel steht das Wort Partner nicht drin. Gott hat nicht gesagt, wir suchen dir einen Partner, Gott hat gesagt, wir suchen dir eine Gehilfin. So, und was ist denn das Verständnis einer Gehilfin? Jemand, der den anderen unterstützt, richtig? Ich kann aber auch nur Unterstützung erfahren von jemandem, den ich auch mit Respekt behandle. Und da liegt eben das Problem. Männer behandeln ihre Frauen nicht mehr mit Respekt und deswegen sehen die Frauen auch nicht mehr ein, dem Mann noch eine Hilfe zu sein. Und daraus ist dann im Weltlichen diese Gleichberechtigung mehr oder weniger gekommen. Oder die Gleichberechtigungslehre des Teufels, lass uns mal sagen. Das wollte ich nochmal eben kurz anfügen. Ja, und du kannst dann ja sehen, das Römische Reich hat ja immer diese Maxime gehabt, divide et impera, teile und herrsche. Und wenn du einen Partner hast und eine Partei, dann teilst du ja etwas. Das heißt, wenn du dann sagst, pass mal auf, ich habe ja Gleichberechtigung, dann ist niemand da, der eine Entscheidung treffen kann. Dann stehen zwei gleichberechtigte Meinungen gegenüber. Und das ist dann halt die Gefahr. Wenn da keiner ein Bibelverständnis hat, dann stehen halt einfach zwei Meinungen gegenüber und bekriegen sich. Und das ist ja wahrscheinlich dann auch wieder, so eine satanische Geschichte, indem man halt Zwist sät. Ja? Man hat dann einfach die Hierarchie abgeschafft, ja. Und man hat dann eigentlich den Ursprung der Bedeutung der Frau abgeschafft. Übrigens auch nochmal ganz wichtig, wenn wir jetzt eben zum Ende hier dieser Studie kommen, wo wir Kapitel 2 abschließen. Es steht in Vers 23 geschrieben, da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Da steht in meiner Schlachterbibel ein Ausrufezeichen dahinter. Ja? Kapitel 2, Vers 23. Das sehe ich nicht in der König-James-Bibel stehen. Es steht weiterhin, die soll Männen heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Da steht wieder ein Ausrufezeichen dahinter. Das ist ein Ausrufezeichen, das steht nicht in der König-James-Bibel dahinter. Davon gehe ich davon aus, dass es nicht im Originaltext war. Warum macht man also hier so einen Ausdruck dahinter, ein Ausrufezeichen dahinter? Weil das will ja etwas Deutliches aussagen. Das will ja einen Nachdruck geben daran. Und dieser Nachdruck ist im Original nicht gegeben. Das stört mich ganz deutlich an der Schlachter 2000, an der deutschen Bibelübersetzung. Das eben mal dazu. Darum, so fährt der Mensch fort, ne, es geht ja darum, was da sprach der Mensch, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Und das ist ein unglaublich wichtiger Punkt, den wir auch nächstes Mal noch weiter besprechen werden, dann werden wir nochmal zurückkommen in das Kapitel 2. Wir können jetzt ja gerne noch ein bisschen weiter schnacken, aber da jetzt noch tief reingehen, das braucht zu viel Zeit, denn es heißt weiterhin, und sie waren beide nackt, der Mann und seine Frau, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Natürlich schämten sie sich nicht. Aber der Punkt ist, Vers 24 ist die Ordinierung der Ehe. Und da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, weil dafür ist die Zeit heute schon in dieser Studie zu weit fortgeschritten. Das wäre sicher etwas für nächstes Mal. Ich denke, ihr beiden stimmt mir dazu. Ich hoffe es doch. Wir können gerne noch die Diskussion, die wir bis jetzt hatten, die Unterhaltung, die wir bis jetzt hatten, ein bisschen ausklingen lassen in die Richtung. Aber mit diesem Thema würde ich mich gerne nächstes Mal beschäftigen. Wie seht ihr das? Seid ihr damit einverstanden? Ja, ich merke schon aufgrund meines Lapsus von eben, dass die Konzentration echt nachlässt. Ne? Ich habe zudem auch nur ganz wenig geschlafen, also bin ich völlig unisono. Gut. Viktor? Ja, ich denke, auf jeden Fall können wir an der Stelle oder an anderer Stelle das vertiefen. Auf jeden Fall. Gut. Ich denke, das sind
Interessanter Punkt auf jeden Fall, ja. Ja, ich denke ganz einfach, dass der Punkt, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Das ist viel zu wichtig, um da intensiv drauf einzugehen. Ganz sicher eben auch mit den Punkten, die Michael bereits angesprochen hat, mit der Gender-Agenda, ja, mit der Geschlechtsagenda und so weiter, alles drum und dran. Mit allem, was das nachher impliziert, Sodomie, Abtrünnigkeit und so weiter und so weiter. Und eben auch, ich denke, ich habe da einen interessanten Text, den ich dann hier auch mal vorlesen werde. Ich weiß nicht, Victor, warst du dabei, als ich das vorgelesen habe? Wir hatten ja das Buch von Robert Grassmann, die Moraltheologie von Alphonse Liguori, besprochen. Warst du in dem Teil damit bei, wo ich den Text vorgelesen hatte, Sex ist ein Geschenk Gottes? Das kann ich jetzt so nicht eben aus dem Gedächtnis ja, ich meine abrufen. Nicht, dass du dabei warst. Deswegen ich glaube, es ist eben jetzt so, eben, also ich würde jetzt tendenziell auch eher darauf tippen. Vielleicht war das eine Lesung am Anfang. Das war noch die Einleitung von dieser Moraltheologie, aber es muss nach der dritten oder vierten Lesung gewesen sein irgendwo. Ich weiß nicht, wann du dazu gestoßen bist, aber das ist eine sehr schöne Sache. Dieses Papier möchte ich nächstes Mal hier mit beinehmen und möchte das bei erklären, weil Vers 24 ist von so immenser Wichtigkeit, dass ich jetzt einfach nicht mehr denke, dass wir nach knapp anderthalb Stunden noch in der Lage sind, da noch vernünftig tiefgehend drauf einzugehen, weil, wie gesagt, Michael auch meinte, er hätte nicht so gut geschlafen letzte Nacht und ist auch schon ein bisschen erschöpft von der Konzentration heute, was ich durchaus nachempfinden kann. Ich denke mal, dass das bei Victor auch nicht viel anders ist und dass wir es gerne dabei sonst belassen würden. Dann würde ich euch beiden gerne noch eben ein abschließendes Wort geben, weil mein abschließendes Wort habe ich jetzt gerade eben gesprochen. Ich freue mich, dass wir das zweite Kapitel mehr oder weniger durchgelesen haben. Abgeschlossen haben wir es noch nicht, weil Vers 24 werden wir nächstes Mal ganz sicher noch sehr viel tiefer drauf eingehen. Aber es sind ja viele Dinge zur Sprache gekommen heute in dieser Bibelstudie, wofür ich dem Heiligen Geist herzlich danke, dass er uns darin geleitet hat. Und dass, obwohl wir alle ein unterschiedliches Verständnis haben von Vers 19, also mit dem Bilden der Tiere, des Feldes und so weiter, dass wir da ein verschiedenes Verständnis haben, dass wir deswegen trotzdem kein Streitgespräch darüber geführt haben, dass wir darüber keine Diskussion geführt haben. Nein, was haben wir getan? Wir haben eine Debatte geführt. Wir haben etwas debattiert, weil sowohl Viktor als Michael als auch ich auf demselben Fundament stehen. Das Fundament ist die Bibel, basiert auf den originalen masoretischen, in diesem Fall alttestamentlichen hebräischen Texten, wie sie uns in der Schlachter 2000 und eben auch vor allen Dingen in der König James überliefert wurden. Und wir haben darüber debattiert, dass wir ein verschiedenes Verständnis dafür haben, aber wir haben kein Streitgespräch geführt und wir haben keine verschiedenen Ansichten, die uns auseinander dividieren oder teilen, was ja heute Abend so ein schönes Wort ist, was Michael damit reingebracht hat. So, und deswegen möchte ich gerne das hier abschließen. Ich möchte dem Heiligen Geist dafür danken, dass er uns in die Wahrheit geleitet hat und uns das Verständnis gegeben hat, mit solchen verschiedenen Ansichten auch vernünftig umzugehen. Das ist ja auch immer wichtig, dass man eben auch seine Kongregation nicht auseinanderbricht über solche Dinge, sondern dass man eben zusammenbleibt und zusammen nach der Erkenntnis im Heiligen Geist weiterstrebt, dass er uns die weitere Erkenntnis gibt. Damit möchte ich meinen Beitrag für heute beenden und wenn ihr noch was habt, dann könnt ihr bitte noch die abschließenden Worte machen. Ja, vielen Dank für deine ganze Arbeit, Vorbereitung und Geduld. Ich habe jetzt zwar gar nicht mehr viel zu sagen, ich denke, ich habe mein Schlusswort eben schon pariert und hätte jetzt nur noch allen draußen zu wünschen, dass man vielleicht mit der Hilfe der Lesung heute noch ein anderes Verständnis hat. Das wäre so mein Wunsch an die Gemeinde da draußen, an jeden Einzelnen, der da jetzt vielleicht ein anderes Verständnis von hat. Das würde ich mir sehr wünschen. Dann sage ich von meiner Seite aus jetzt schon mal Maranatha und gebe mal an die Worterkan zu Victor. Ja, moin nochmal hier aus Hamburg. Ich denke, ja, Jörg, du hast das ganz gut nochmal auf den Punkt gebracht. Ja, auch wenn wir jetzt sicherlich da jetzt nicht so 1:1 übereinstimmen, jetzt mit dem einen Vers, ist es sicherlich so, was du auch sagtest. Wer weiß, in den zukünftigen Lesungen werden wir vielleicht dahingehend auch nochmal die, ja, für uns dann die entscheidende Hinweis nochmal erhalten, wo es dann, wie es dann war oder
Im Grunde genommen wissen wir aber auch immer, wichtig ist, dass wir dasselbe auf dem, uns auf demselben Fundament bewegen. Und eben, was du an anderer Stelle auch sagtest, uns nicht eigene Interpretationen oder dergleichen dort jetzt mit rein ja, mit reinwerfen. Oder mit reinfließen lassen, ja. Ja, mit reinfließen lassen, sondern wir das eben auf der Grundlage dessen, was wir halt in der Bibel schon lesen oder gelesen haben. Und das, finde ich, hat es heute auch wieder sehr interessant gemacht, die unterschiedlichen Standpunkte da nochmal so heraus, dass jeder das nochmal so herausstellt. Und ja, würde mich dann sehr wieder freuen, mit euch verbunden zu sein in Zukunft auch. Ich denke gerade jetzt auch das nächste Mal, wenn wir jetzt aus Kapitel 2 und den Vers 24 dann nochmal in der Tiefe besprechen, da kann ich dann auch sicher mal aus dem Nähkästchen mal was so erzählen, was das so bedeutet, wenn man eben ja nicht unter solchen Bedingungen groß wird, aufwächst, wie es eigentlich ursprünglich ja ordiniert wurde. Und ja, das sonst nochmal von meiner Seite, gebe ich nochmal das Wort zurück nach Belgien und verabschiede mich, lest die Bibel und bleibt fest im Glauben weiterhin. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, das belgische Wort hat genug gesagt und wünsche noch eine schöne Nacht. Bis zum nächsten Mal. Lest eure Bibel. Maranatha. Transgressions. He was bruised.